Na, dann schwimmen wir mal weiter, beziehungsweise so ein wenig Ausschau halten nach irgendeinem Relikt oder so würde ich jetzt auch nochmal, aber. Oh, voll cool, diese Unterwasserwelt schön gemacht. Lunchen, Errungenschaft freigespielt. Hier geht es wieder in alle Richtungen weiter. Hier ist leider kein Land hier in Sicht. Sonst hätte ich da mal geguckt, ob wir da irgendwie was erkunden können, aber ich sehe gerade. Ach so, ich kenne da ein Land hier. Die Frage ist nur, wird der Fisch noch da sein, wenn ich ihn wieder brauche? Lass mal gucken. Oh oh. Nein, nein, nein! Um Gottes Willen! Nein, nein! Ich helfe dir, warte! Hätten vielleicht liegen lassen sollen. Na mal gucken, wir werden da schon wieder irgendwie hin zurückkommen. Oh. Die flüsternden Türme. Die Leute nannten sie so, weil man im Nebel immer jemanden weinen hörte, der um seine Geliebten trauerte. Dies war eine heilige Ruhestätte. Mein Name wäre auch in einem dieser Steine verewigt worden, wenn ich ein Bestattungsritual bekommen hätte. Dann wäre ich schon längst in der Stadt des Lichts. Ich hätte vielleicht doch noch ein bisschen weiter unter Wasser sein müssen, ne? Weil hier scheint es ja jetzt weiter zu gehen. Aber es ging ja auch noch tiefer ins Wasser. Lass mal gucken, ob der Fisch noch da ist. Oder ein Fisch. Die Alpha-Backer, also die Unterstützer über Kickstarter oder dergleichen, konnten hier ihre Namen auf Jan Rana verewigen lassen. Ach, das ist auch eine schöne Sache. Das heißt, hier finden wir jetzt auch die Namen derjenigen, die das Spiel eben auf Kickstarter unterstützt haben. Schön. So, Fischi, haben wir hier was? Hier noch ein Fisch? Ich hätte ihn da mal an Land liegen lassen sollen. Vielleicht hätte er ja so lang. Verdammt. Verdammt. Wir werden nie erfahren, was in dieser Unterwasserhöhle war. Ich hatte jetzt. Fischi? Ich hoffe, Hundi, du bist ein guter Schwimmer. Und da unten ging es nämlich noch viel weiter. Da war Fischi. Ich sehe das genau. Komm schon her. Sehr gut. Ich glaube, das macht das Spiel halt auch, wenn es merkt, dass du irgendwie stuck bist, dass es dir Tiere da hinschmeißt. Als wir vorhin an dieser einen Schwelle waren, wo ich nicht wegkam, kam ja auch auf einmal eine Ente geflogen und hat einem geholfen, da wegzukommen, ne? War das die Stelle, wo man herkam? Warte mal. Mal kurz gucken. Wenn wir hierher kamen, haben wir. Ah ja. Moment, dann sind wir durch diesen Wald. Das ist einfach nur, das führt einfach nur im Kreis. Das führt einfach nur im Kreis. Okay, dann habe ich nichts verpasst. Tschüssi, diesmal lasse ich dich nicht an Land, du, keine Angst.
Dann schauen wir uns mal diese Stätte der Toten hier an. Ist aber auch ein magischer Ort hier. Die Seuche scheint ihren Tribut zu fordern. Die Wasser, um den Geist auf seiner Reise zu begleiten. Das Feuer, um die Lügen und Fehler des alten Lebens zu verbrennen und den wahren Geist in uns zu befreien. Das Amulett von Vela, aber keine Leiche dazu. Das heißt, wir haben wirklich nur das Amulett da in dem Haus gefunden. Lässt ja Hoffnung, dass er doch noch irgendwie weggekommen ist. Was ist dir durch den Kopf gegangen? Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Du hast kein Recht, hier zu sein. Ich wusste nicht, dass sie im Haus war. Verzeih mir. Alles, was ab jetzt passiert, ist allein deine Schuld. Egal, ob sie im Haus ist oder nicht. Erinnerst du dich an diesen Ort? Willst du nach einem Namen an den Türmen suchen? Meinetwegen können wir hier ein bisschen bleiben. Das können wir machen. Ich wusste nicht, dass sie im Haus war. Trotzdem brennt da das Haus der Tochter nieder oder was? Der Armleuchter. Kann man hier irgendwie... Durch die Kuppel, komm! Das sind die Namen der Bäcker jetzt auf Jan ran, aber man kann sie nicht lesen. Man sieht nur die Symbole hier quasi. Tatsächlich, wow. Viele. Jetzt müsste man nur halt diese Schrift entziffern können, ne? Interessant, haben die da wirklich so eine Art Schrift entworfen für dieses Spiel? Sieht ja in der Tat jedes Zeichen so ein bisschen anders aus. Ah, und wer das Spiel unterstützt hat, der hat das Symbol für seinen Namen zugeschickt bekommen und dann konnte man sein Symbol suchen hier. Was eine coole Aktion. Sehr schöne Aktion, gefällt mir sowas. Das ist kreativ und mal was noch anderes, als man sonst hatte. Sonst sieht man häufig die Bäcker dann in den Credits am Ende und so. Ist ja auch immer schön, aber das ist so in-game, so ein bisschen verewigt zu sein, ist ja was ganz Feines. Schön sowas. Na dann. Machen wir mal Pling. Sieht so aus, als wären dir immer mehr gefolgt.
Ich frage mich, was dein Plan war. Ja, der Plan, der wäre interessant zu wissen, wie man gegen ankommen kann. Ob der Plan mittlerweile nur noch in stumpfer Rache besteht an den Herrschern. Ist die Frage, was hat sie bewegt, jetzt hier die Anführerin von ja, Banditen zu sein oder so ein bisschen Robin Hood zu machen oder wie man das auch immer nennen möchte. Welchem Ziel? Na dann, wollen wir mal gucken. Na komm. Hallo? Ach, ich bin ja gar kein Wombat. Wer bist du denn? Was bist du denn? Oder? Nee, das ist kein Wombat. Was bist du denn für ein Tierchen? Seht das da irgendwie? Nee, ne? Nochmal. Was kannst du denn? Huch? Huch? Ist ein Wombat. Das ist ein Wombat. Moment, aber was ist das andere für ein... Ich will jetzt nur wissen, was der kann. Außer knuffig aussehen. Aber irgendwie kann er nichts. Pass auf, wir nehmen den Wombat, denn hier ist wieder ein toller Parcours abgesteckt, den haben wir ja schon gesehen. Und deshalb wollte ich eigentlich auch den nehmen, weil, ne? Bist du so? Da lang. Oh, das geht gar nicht. Die Kurve ist zu scharf. Aber dann schauen wir mal, wohin wir hier so rollen. Nirgendwo hin. Oh man, no. Na komm. Riesenmeerschweinchen, ja, irgend sowas, ne? Wasserschweinchen, ja, sowas. Wasserschwein würde gut passen, aber da fehlt das Wasser so ein bisschen für. Nur war ich gerade blind. Also, wir mit Gefolge, Kalani mit Gefolge, ist hier lang gestampft. Die am Ende so ihre eigene Siedlung gründen wollen, aber das glaube ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so ganz. Folgen wir dem Bach. Oh, oh. Oh, fast. Moment. Der ist nicht. Würde wohl da drüber springen können, oder nicht? Komm schon, Moment. Das ist eine Wand. Okay, wir müssen scheinbar einen anderen Weg suchen. Es muss einen Eingang geben. Eher nicht. Ah, da.
Ein sehr neugieriger Fisch. Well. Oh ne, bitte nicht verzweigen. Okay, gut. Eigenartiger Bau, aber das scheint die alte, ja, Kanalisation oder sowas zu sein. So. Ich fürchte, da werden wir gleich wieder schön... Moment. Okay. Da hinten ging es ja mit dem Bach runter, ne? Die Frage, ob man da wieder... Ich schätze, da müssen wir dann gleich noch hin. Jetzt schauen wir erstmal. Jetzt schauen wir erstmal hier. Da, siehst du mal. Hep. Merkwürdiges Rohr. Ich habe ja zum Glück nichts übersehen. Mysteriös, man möchte gleich versteckte Gebiete erkunden. Was? Mit dem Rohr versteckte Gebiete erkunden? Bitte was? In welchem Spiel bin ich denn hier? So. Ja dann. Achso. Oh, ich dachte, jetzt gibt es wieder eine Wildwasserfahrt. Unglaublich, dass unser Volk all das gebaut hat. Sieht in der Tat recht schick aus. Oh, halt, ich muss wieder zurück. So, hier gönnen wir uns dann mal die Wolfsform wieder. Super Mario. Okay, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe nie ein Nintendo besessen. Es gibt Leute, die dieses Gebilde per Fisch hochklettern. Ja, man kann vieles machen. Man kann auch aber einfach das Spiel genießen. Einfach das ganze Spiel versuchen, als Fisch abzuschließen. Ah, der Pilz ist neu. Moment, den hat man noch nicht. Doch, den hat man schon für am Eingang eingangs gelesen. Genau, so rar wie der Schneemantel damals war, war er reserviert für besondere Festlichkeiten. Ja, darum ist es auch der erste, den wir finden. Moment. Könntest du? Moment. Das müssen die Kanäle unter Kilotasi sein. Beeil dich. Ich will dir die Stadt zeigen. Ich würde ja gerne, aber... Ah, da hinten geht's hoch. Die Stadt zeigen will er. Ah, nicht mehr viel von übrig. Quietsch, ihr habt's gesehen. Ich frage mich halt. Huch, wo ist er hin? Bolle! Bolle ist weg. Ne, wenn unser Kügelchen, was uns hier die ganze Zeit begleitet, warum führt er uns durch die Stadt und so weiter? Eigentlich müssten wir das doch alles selbst kennen.
Wir sind unsere Erinnerungen einfach jetzt komplett weg, weil wir eben als Tier nur noch umhergestreift sind. Das ist Kilotasi. Die Mutterstadt. Oh, so leise auf einmal. Nahe der Sonne. Helana, unserem Volk. Unser Zuhause. Unser Stolz. Wolf, ich glaube, hier habe ich gelebt. Vielleicht finden wir sogar noch mehr über mich heraus. Kilotasi. Sie ist immer noch sehr eindrucksvoll, nicht wahr? Tausende Menschen haben hier gelebt. Unglaublich, was? Hier gibt es bestimmt Unmengen zu lernen. Sehen wir uns ein bisschen um. Warum mussten die ihre Städte immer so auf verschiedenen Ebenen bauen mit so vielen Bergen und so? Ich werde doch wieder... Nett mich doch wieder. Siehst du die riesige Säule? Da könnte was dran sein. Suchen wir einen Weg nach oben. So schön. Okay. Gerade ein neues Kapitel hier. Und wir haben 17.46 Uhr. Ihr wisst, was das jetzt leider heißt. Wir müssen das auf nächsten Montag verschieben. Erstmal hier weitermachen. Dann werden wir hier noch ganz viel entdecken, erkunden und diese Reise fortsetzen. So ihr denn mögt.